mein Name ist Thomas Marzian. Wir sind hier im Künstlerhof Rote Ochse und heute Abend ist eine Veranstaltung gewesen mit Professor Reinhard Schramm. Er ist der neue Vorsitzende der Thüringischen Landesgemeinde, jüdischen Thüringen Landesgemeinde, und wir haben einen sehr interessanten Vortrag gehört über die Kristallnacht vor 75 Jahren und über das jüdische Leben jetzt in Thüringen nach der Wende. Am liebsten gehe ich dorthin, wo es auch eine breite Gemeinschaft besteht, wie so ein Bürgerbündnis, weil man merkt, es gibt auch gemeinsame Sachen der Parteien. Meistens lernen wir sie ja immer nur aggressiv im Wahlkampf kennen. Vor dieser Gedenkfeier war an der Stele in der Bertholdstraße eine kleine Feier, die wir jährlich machen. Und dort ist aufgezeichnet, alle jüdischen Bürger, die in der Kristallnacht und später aus Schleusing vertrieben worden sind, und zwar von den Deutschen, von den Mitbürgern, von denen, die aus dem Fenster geguckt haben, nicht eingegriffen haben. Es war nicht so eine imaginäre Gruppe der Nationalsozialisten, sondern es waren leider die Deutschen in Schleusing. Vor 75 Jahren fanden hier regelmäßig Gottesdienste statt. Jetzt gibt es keine Juden mehr, die in diesem Gebäude Gottesdienste feiern können. Aber wir möchten mit jüdischen Gebeten daran erinnern, dass sowas von unserem Land nie wieder ausgehen darf. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Meine Mutter ist Jüdin. Viele Mitglieder der Familie meiner Mutter haben das KZ Stutthof bei Danzig nicht überlebt. Und es ist für mich als Sohn eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Wir müssen immer gedenken, weil der Antisemitismus in der Welt immer schon seit 2000 Jahren relevant ist, und wir müssen gucken, dass wir den Anfängen wehren und aufpassen. Wenn wir sehen, was in Ungarn los ist, was wir in Tschechien haben und in Griechenland, da muss man aufpassen, und das passiert nur nicht, wenn wir alle dafür sorgen, dass Menschlichkeit und Minderheiten nicht mehr diskriminiert werden. Shalom, 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 Shalom.